Konsole! PC! Konsole! PC! Oh. Warum herrscht ein ewiger Kampf zwischen Xbox und PlayStation-Spielern? Und warum werden da PC und Nintendo außen vor gelassen? Auf dem PC gibt's 90% der Spiele, die es für die Konsole auch gibt. Aber da gibt's diese coolen Exklusivtitel nicht. Welche? Killzone 3 oder Gears of War 3. Was ist das? Butteraufstrich für die Dose. Für Nintendo gibt's viel mehr Exklusivspiele und die sprechen mich viel mehr an, wie zum Beispiel Zelda, Mario, Super Smash Bros., Mario Kart, Mario Kart. Nein, nicht alle Mario-Spiele sind gut. Also meine persönliche Lieblingskombi ist Gamer-PC plus Nintendo-Konsole. Man kann fast alle Spiele spielen und man hat eine Konsole für fette Multiplayer-Party-Action. Fuck, ich versprich mich doch mal. Oh Mann, man merkt seinen Nintendo-Fetisch, oder? Ich bin damit groß geworden. Ich auch. Ich hab mir die Wii damals nur wegen einem scheiß Spiel gekauft und wegen Super Smash Bros. Brawl. Wenn man ein paar Kumpels zu Besuch hat, ist es wirklich das perfekte Spiel. Und wie wir das gesuchtet haben, meine Finger tun immer noch weh. Ey, spiel nicht diese kriminellen Affen an euren Smash Bros.? Lass ihn mal richtig den Arsch versmashen. No. Ich bin der King des Smash Brothers! Du rennst einfach nur weg! Das ist Ausweichen! Spiele wie Wii Sports oder Mario Kart kannst du vor allen Dingen mit Leuten spielen, die hier nicht so oft zocken. Das ist das Geile! Da müssen wir dran arbeiten! Da muss noch mehr Sahne rauf! Schinken, Käse, Brötchen, in dein Gesicht! Im Gegensatz zu FIFA oder so! Das habe ich letztens mit Torben gespielt, ja? Und er meinte, ja, ist nicht so schlimm, ich gebe dir ein bisschen Vorsprung und so, bla bla bla. Und er hat mich 20 Tore zu 0 fertig gemacht nach 2 Minuten! Wie kann man eigentlich nach der zweiten Minute abpfeifen? Man kann die Spielzeit einstellen. Wow! FIFA macht einfach keinen Spaß, wenn man keine Übungen hat. Außerdem sind da nur 2 Leute, die gleichzeitig spielen können. Können auch 4 spielen. Ich werde mal von meiner Oma bei Wii Sports fertig gemacht. Ich saß bei Wii Sports ewig, um beim Bowling den perfekten rauszukriegen. Und meine Oma so: In dein Gesicht, Swipe, Bitch! Ich bin besser als du, fucking Enkel, yo! Nein, meine Oma ist eigentlich ganz toll. Wo ich auch fertig gemacht werde, sind Ego-Shooter auf Konsole. Klar, manche schwören drauf. Ich meine, auf PC, bam, 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 Headshot. Hey, bei meinem Let's Play sieht's nur so aus, als würde ich schlecht spielen. Aber auf Konsole... Bam. Wenn ich zocke, will ich nicht nur gewinnen. Ich will die Leute leiden sehen. Vielen Dank an Paul für diesen Themenvorschlag. Schreibt uns auch Themen. Und was präferiert ihr? Schreibt es in die Kommentare. Konsolen oder PC oder Bitches. Vergesst nicht, unsere anderen Kanäle auszuchecken, den Let's Play und den Entertainment-Kanal, bam! Oder guckt das Video von Sonntag, wo wir über Weihnachten reden, oder das Video von irgendwann, wo wir auch mal über Spiele geredet haben. Ja, allerdings nicht über Konsolen so. Nee, sondern wie wir so im heutigen Zeit die Spiele finden und so. Ich hasse dich.